Vielen Dank, Lara. Mein Name ist Simon und ich habe die große Freude, euch so ein bisschen was zur Aktion zu erzählen. Und die beste Nachricht vorneweg, Ende Gelände hat seit heute um 14 Uhr ein Camp. Das ist ganz großartig. Ihr könnt euch kaum vorstellen, was es bedeutet, ein Camp zu haben im Rheinischen Braunkohlerevier. Denn es gibt ganz großartige Menschen, die monatelang vor so einer Aktion im Kohlerevier unterwegs sind und zu Landwirten und Landwirtinnen gehen und die fragen, ob wir nicht auf ihrem Camp sein dürfen. Und dann müsst ihr wissen, immer so ein bis zwei Tage nachdem Ende Gelände Menschen bei den Landwirtinnen oder Landwirten waren, kommt die Polizei und kommt der Staatsschutz und setzt die Leute unter Druck, damit sie Ende Gelände kein Camp geben. Wir wissen aus den letzten Jahren, dass RWE die Menschen im Rheinischen Braunkohlerevier bestochen hat, damit sie Ende Gelände kein Camp geben. Das heißt, RWE und die Polizei betreiben vor Ort eine Strategie massiver Einflussnahme und bekämpfen uns, wo es geht. Und das machen auch die Versammlungsbehörden vor Ort. Denn wenn wir keine privaten Flächen bekommen, sind wir auf öffentliche Flächen angewiesen. Und jetzt haben wir ein Camp an einem Ort, wo jedes Jahr 5000 Leute bei einem Festival mit dem furchtbaren Namen Eier und Speck campen. Und die Polizei sagt, wir dürfen da nur mit maximal 1600 Leuten hin. Also es ist völlig absurd. Wir gehen auch dagegen vor. Wir lassen uns das nicht gefallen. Aber es ist völlig absurd, was da passiert. Und es zeigt, dass wir in ein Terrain gehen, wo wir sehr viele Feinde haben. Ne? Pondus hat es schon erwähnt. RWE gibt Pressesprecherin von Ende Gelände Hausverbot. RWE verpflichtet Ende Gelände Pressesprecherin zu Vertragsstrafen und Geldstrafen in Höhe von 50.000 Euro. Das ist nicht irgendwie ein Kuschelkurs, den wir da fahren können. Und wir gehen auch nicht in eine Region, wo wir besonders viele Freunde haben, jenseits von den Menschen, die gegen ihre Dörfer wehren, sich gegen die Umsiedlung ihrer Dörfer wehren. Aber genau deswegen kämpfen wir da dieses Jahr an der Stelle zusammen mit denjenigen, die sich wehren, gegen alle anderen in der Region und lassen uns das nicht gefallen. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen erzählen, wie das Terrain vor Ort aussieht und wie das Gelände aussieht, in dem wir uns da bewegen. So, das ist das Rheinische Braunkohlerevier. Ich weiß nicht genau, wie viel ihr von da hinten sehen könnt, deswegen mache ich es mal ein bisschen größer. Was ihr hoffentlich sehen könnt, ist, dass es drei große Tagebaue gibt. Der eine große Tagebau ist das, was ihr oben links seht, der Tagebau Garzweiler. Der andere große Tagebau ist das, was ihr jetzt ungefähr in der Mitte seht, nämlich der Tagebau Hambach. Und dann gibt es noch unten links den Tagebau Inden, das ist ein kleinerer Tagebau. Der Tagebau Hambach und Tagebau Garzweiler sind, wie gesagt, die beiden ganz großen Tagebaue. Und die versorgen gemeinsam zwei Kraftwerke. Das ist einmal das Kraftwerk Neurath, das ist so im oberen Bereich mittig zu sehen. Und einmal das Kraftwerk Niederaußem, ziemlich genau rechts der Mitte dieser Karte. Das sind die beiden großen Kraftwerke, wo mehrere Gigawatt Leistung, Braunkohle, installiert sind. Und dann gab es noch ein ehemaliges Kraftwerk Frimmersdorf, direkt am Tagebau Garzweiler. Das ist aber abgeschaltet. Dann gibt es noch im Süden, links unten beim Tagebau Inden, das Kraftwerk Weißweiler. Das ist das sozusagen das autonome Kraftwerk. Das versorgt sich selbstständig mit Energie nur aus dem Tagebau Inden, während die beiden anderen, Neurath und Niederaußem, aus den beiden Tagebauen Hambach und Garzweiler versorgt werden. Und damit das alles funktioniert, hat RWE da ganz, ganz viele Kilometer an Kohlebahnen installiert. Und diese Kohlebahnen, die verbinden die Kohlebunker bei den Tagebauen Garzweiler und Hambach und fahren dann zu den beiden Kraftwerken Niederaußem und Neurath. Und damit diese Kraftwerke in ihrer optimalsten Leistung laufen können, brauchen sie auch ein Mischungsverhältnis mit Kohle aus beiden Tagebauen. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, was meinen wir damit, wenn wir irgendwie Kohleinfrastruktur blockieren wollen, dann ist es genau das. Ne? Es geht nicht nur um die Tagebaue, es geht auch um Kohlebunker, es geht um Schienen, es geht um Kraftwerke, es geht um Förderbänder in den Tagebauen. Es sind nicht nur die großen Bagger, die dafür sorgen, dass die Kohleverstromung vor Ort stillsteht. Das hier ist der Tagebau Garzweiler. Es ist ein relativ episches Bild und ich weiß auch irgendwie, dass Leute, die da arbeiten und die da viel Zeit verbringen, ja, so eine gewisse Romantik mit diesem Tagebau verbinden. Ich kann das nicht so ganz verstehen, aber
wenn ihr mal zu so einem Aussichtspunkt fahrt, dann seht ihr, dass Leute, die das schon lange wohnen, da jeden Abend hingehen, eine Zigarette rauchen. Und auf eine Art und Weise begreife ich das, weil diese ganze Kohle vor Ort ganz identitätsstiftend ist und sehr, sehr stark irgendwie in die lokale Kultur eingraviert ist. Und trotzdem sind es halt einfach riesige Orte der Zerstörung. Und die sehen genauso aus. Der Tagebau Garzweiler ist, glaube ich, bis zu 240 Meter tief an der tiefsten Stelle. Wenn ihr schon mal in so eine Grube reingeschaut habt, wisst ihr das, es ist ein furchtbarer Anblick und es wird völlig klar, hier ist Mordor und hier ist die Steinzeit. Deswegen gehen wir da hin und dann sieht das Ganze so aus, es ist schon viel schöner. Ganz viele Leute in weißen Endegeländeanzügen, die eine Grube fluten. Das ist ein Bagger, ein Schaufelradbagger im Tagebau Garzweiler. Der größte Bagger im Tagebau Garzweiler ist 240 Meter lang und 100 Meter hoch, das sind Riesendinger. Der Tagebau Garzweiler hat die größten Bagger überhaupt in einem deutschen Kohlerevier, ich glaube auch in einem Kohlerevier weltweit. Es sind einfach riesengroße Maschinen, um die es da geht. So sieht ein Bagger aus, wenn er eine Straße überquert. Da seht ihr nochmal die Dimensionen so ein bisschen. Also ihr seht vorne das Auto, ihr seht hinten den Bagger. Ja. Deswegen gehen wir dahin und so sieht ein Bagger aus, wenn er von Endegeländeaktivisten blockiert wird. Das sind genau die Bilder, die wir versuchen zu kreieren. Dann das, was ich gerade angesprochen habe, sind die Förderbänder. Das sind Förderbänder, die laufen durch alle Tagebaue und mit denen wird die Kohle aus dem Kohleflöz von den Baggern in Kohlebunker transportiert, da auf Züge verladen und dann in die Kraftwerke gefahren. Kohleförderbänder blockieren können wir auch. Das ist ein Kohlebunker und in den Kohlebunkern wird also die Kohle mit Baggern auf Züge verladen und dann zu Kraftwerken gefahren. Und da gibt es dann immer so Sprenkelanlagen. Die habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr bei Endegelände dabei wart. Die sorgen dafür, dass die Kohle so einen gewissen Feuchtigkeitsgrad behält. Den braucht sie für den Transport und für die Verstromung. Das ist das Kraftwerk Neurath. Das Kraftwerk Neurath besteht eigentlich aus so zwei Blöcken. Das eine ist so ein ganz alter Bereich mit irgendwie 7 Kraftwerksblöcken aus den 60ern und 70ern. Das sind uralte Maschinen mit wahnsinnig hohen Schadstoffemissionen. Und dann gibt es nochmal so einen etwas neueren Block von 2012. Natürlich auch wahnsinnig hohe Schadstoffemissionen, aber zumindest vom Wirkungsgrad her ein bisschen effizienter. Ist auch ein Riesenareal und Kraftwerke blockieren haben wir auch schon gemacht und können wir auch. Auch darauf sind wir vorbereitet. Das ist das Kraftwerk in der Außen bei Nacht. Das steht auch in der Gegend darum. Und so sieht ein Kohlezug aus, wenn er durch die Gegend fährt. Das heißt, diese Kohlebahnen sehen erstmal aus wie ganz normale Güterzüge. Da hängen immer so 12, 14 Wagen hinten dran, die mit Kohle beladen sind. Und die fahren da so alle 5 Minuten durch die Gegend und bringen die Kohle zu den Kraftwerken. Genau. Und wir können auch wunderbar Bahngleise blockieren. Das ist für uns alles überhaupt kein Problem. Ich sage euch das deswegen, weil ich nochmal irgendwie so ein bisschen versinnbildlichen möchte. Wir können so eine Aktion nur dann gut machen, wenn wir an vielen Punkten gleichzeitig sind. Und wenn ihr euch irgendwie fragt, warum stehe ich denn jetzt hier irgendwie auf einem Gleis oder warum stehe ich in einem Bunker, bin ich hier überhaupt richtig, hier ist ja gar kein Bagger, dann lasst euch sagen, ja, ihr seid da genau richtig, denn auch diese Förderbänder und auch diese Gleise und auch diese Bunker sind ganz wichtige Orte, um Kohle zu blockieren. Ich habe deine Meldung gesehen, ich mache gleich noch so eine Frage runter. Dankeschön. Und das ist auch so ein bisschen die grundsätzliche Strategie unserer Aktionsform. Diese Aktionsform einer Massenaktion zivilen Ungehorsams hat eine gewisse Tradition, die kommt aus dem Wendland, aus dem Anti-AKW-Protest und es ging immer darum, dass man sich mit mehreren Fingern so bewegt, dass man Polizeiketten durchfließen kann und Leuten die Möglichkeit gibt, ohne Körperkontakt mit der Polizei an ihnen vorbeizukommen. Ihr könnt es euch so vorstellen, dass es einmal so auf der Makroebene funktioniert, das heißt unterschiedliche Finger gehen von unterschiedlichen Orten los und verteilen dadurch die Polizei über ein ganz großes Gebiet und sie können nicht überall sein. Dann gehen wir aber vielleicht auch an einer Stelle mit vielen tausend Leuten los und teilen uns dann in unterschiedliche Finger auf, denn wenn ein Finger da lang geht, ein Finger da lang und ein Finger geradeaus, dann muss die Polizei auch dahin, dahin und geradeaus und das kann sie nicht. Und deswegen kommen wir an ihnen vorbei und das ist eine wunderbare Möglichkeit, wie auch Leute, die nicht so viel Bock haben auf physische Interaktion mit der Polizei, bei der Aktion mitmachen können und sicher ans Ziel gebracht werden. Dazu gehört natürlich ein Aktionskonsens, der schon angesprochen wurde. Dazu gehört aber auch eine sehr
offensive Berichterstattung. Wir nehmen Journalistinnen und Journalisten mit in unsere Aktionen. Wir möchten, dass die aus unserer Aktion berichten. Wir möchten dies auch, wenn es irgendwelche Spiegel-TV-Journalistinnen sind oder keine Ahnung oder vom Fokus, also vielleicht auch Medien, die uns sonst nicht so nahe stehen, aber genau die brauchen wir ja, um überhaupt diejenigen in der Gesellschaft zu erreichen, an die wir sonst nicht rankommen. Und deswegen nehmen wir die mit, informieren die gut und dann sind die Teil der Aktion und vielleicht mögen die uns danach sogar. Das sind so Bausteine, die haben sich schon lange bewährt, die haben sich schon beim Castor-Protest bewährt, die haben sich schon bei Gipfelprotesten bewährt und in der Kontinuität steht Ende Gelände und deswegen funktioniert es auch so gut. Vielleicht skizziere ich euch noch so ein bisschen den groben Ablauf dieser Tage. Es gibt, wie Lara schon angesprochen hat, eine Reihe von Akteurinnen und Akteuren, die da was machen werden. Es geht los am Freitag mit einer riesengroßen Demonstration von Fridays for Future in Aachen. Es ist so, dass Ende Gelände eingeladen hat und gesagt hat, Ende Gelände macht über frohen Leichnam, eine Massenaktion zivilen Ungehorsams im Rheinischen Braunkohlerevier, kommt alle. So, und das Gute ist, wenn Ende Gelände sagt, kommt alle, kommen auch alle. Und Fridays for Future hat gesagt, ja, wir machen am Freitag eine Demo, wir machen das in Aachen, weil in Aachen kommen viele Leute aus Belgien, viele aus Frankreich, viele aus Deutschland, da können wir alle hinbringen. Wir haben motivierte Leute vor Ort in Aachen, die das machen werden. Deswegen haben wir da jetzt eine Riesendemo, wo, keine Ahnung, irgendwie zwischen 20.000 und 50.000 Leuten erwartet werden. Und von denen kommen dann auch viele noch am Samstag mit und die kommen auch direkt zur Grubenkante. Das heißt, am Samstag findet um 12 Uhr mittags eine Demonstration statt, direkt am Tagebau Garzweiler von Fridays for Future. Und die geht zur Abschlusskundgebung, wo dann dieses Alle-Dürfer-Bleiben-Bündnis mit ganz vielen Leuten, die vor Ort von Umsiedlung betroffen sind, gemeinsam mit den Umweltverbänden B&D, Greenpeace, eine große Kundgebung machen. Das heißt, an dem Wochenende kommen alle zusammen. Das zeigt, die Klimabewegung lässt sich nicht spalten, egal ob die Polizei das versucht mit irgendwelchen Briefen an die Schülerinnen, sie sollen sich bloß nicht von linksextremistischen Ende-Gelände-Aktivistinnen instrumentalisieren lassen. Das ist uns alles völlig egal, das ist Fridays for Future egal. Wir werden alle gemeinsam an diesem Wochenende protestieren und gemeinsame Sachen machen. Am Samstag, wie gesagt, Fridays for Future am Tagebau Garzweiler und alle dürfen verbleiben am Tagebau Garzweiler. Ende Gelände geht am Mittwoch offiziell los. Mittwoch ist Anreisetag. Wenn ihr könnt, kommt möglichst früh, denn Donnerstag ist der große Vorbereitungstag. Donnerstag könnt ihr alle nochmal an Aktionstrainings teilnehmen, könnt an Antirepressionstrainings, an Sunny-Workshops teilnehmen, damit ihr alle am Freitag in die Aktion aufbrechen könnt. Und wenn ihr dann nicht da sein könnt, könnt ihr auch Samstag in die Aktion aufbrechen. Es wird immer wieder Möglichkeiten geben, in die Aktion aufzubrechen. Und je früher ihr kommt, desto besser vorbereitet seid ihr. Aber es ist nie zu spät, noch zu kommen. Als ich Lara vorhin so gehört habe, dachte ich, gut, jetzt diese politische Einschätzung zu hören, weil als wir vor ein paar Monaten festgelegt haben, wir gehen dieses Jahr in frohen Leichnam nach Garzweiler, war ich mir gar nicht so sicher, ob das wirklich Sinn macht. Denn wie irgendwie der politische Diskurs gerade ist, in den wir reinkommen, kann man ein paar Monate vorher nie so ganz abschätzen und das ist immer so ein kleines Spiel. Und wir dachten, naja, vielleicht gibt es da ein Klimaschutzgesetz, das gerade im Bundestag verhandelt wird, vielleicht ist das eine gute Möglichkeit für uns zu protestieren, weil dann viel berichtet wird. Aber was wir, glaube ich, nie gedacht hätten, ist, dass jetzt zu diesem Zeitpunkt Fridays for Future immer noch so krass Remi-Demi macht und so krass dazu beiträgt, dass Klima das Thema Nummer eins ist. Und deswegen habe ich irgendwie gerade so ein total gutes Gefühl. Ich glaube, wir kommen genau zum richtigen Zeitpunkt in dieser Aktion. Ich glaube, es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, mit Ende Gelände in eine Aktion zu gehen. Ich habe das Gefühl, es stehen gerade alle zusammen. Und deswegen werden wir dann eine Woche hinfahren, zusammen mit allen Leuten, die sich gegen Umsiedlungen wehren, zusammen mit allen Leuten, die freitags für das Klima streiken, zusammen mit allen Leuten, die gegen die herrschenden Verhältnisse rebellieren und wir werden mal wieder sagen, what do we want? Climate justice. When do we want it? Really, really, right now. Dankeschön. Das ist eine ausgesprochen gute Frage. Wir haben uns wirklich sehr lange mit Bremswegen von Güterzügen beschäftigt und haben ausgerechnet, dass der Bremsweg eines solchen Güterzuges bei voller Beladung ungefähr 380,5 Meter beträgt. Nein, 0,5 war ein Spaß, der Rest stimmt. Und wir machen das bei Ende Gelände immer so. Wir sorgen im Vorfeld immer dafür, dass bevor Leute irgendwie auf solche Schienen gehen, sie nicht in Gefahr sind. So. Also wir schicken keine AktivistInnen auf irgendwelche Schienen, wo vielleicht noch Züge fahren. Und deswegen ist es uns auch wichtig, Bremswege zu berechnen. Deswegen halten wir Sicherheitsabstände ein und so einen ganzen Kram.
weil alles andere wäre unverantwortbar. Viersen ist unser Camport. Das ist ungefähr 20 Kilometer von der Nordkante des Tagebaus Garzweiler entfernt. Das ist nicht gut. Das liegt daran, dass wir vor Ort eben keine Campflächen bekommen haben, aus den Gründen, die ich schon angesprochen habe, weil das sehr schwierig ist in der Region, Leute zu finden, die da mit uns kooperieren wollen. Nur so mal als Beispiel, Leute, die uns 2016 in der Lausitz Campflächen zur Verfügung gestellt haben, hatten danach Wochen und Monate lang Morddrohungen, aufgesprengte Briefkästen und konnten sich sozial nicht mehr wirklich blicken lassen. Also das zur Einordnung, warum das so schwierig ist und warum es so großartig ist, dass wir überhaupt ein Camp haben. Wir haben es jetzt in Viersen auf so einem Gelände mit einem Stadion und Sportflächen. Es ist ein ganz schönes Gelände, da passen noch viele Leute hin, aber es ist natürlich scheiße weit weg. Deswegen werden wir Zug fahren müssen, wir werden Bus fahren müssen. Deswegen werden wir angemeldete Demonstrationen haben, zu denen wir dann fahren können, damit uns die Polizei da hinfahren lassen muss. Also das ist ein Szenario, auf das wir uns jetzt schon lange vorbereitet haben. Das ist für uns jetzt nichts Überraschendes oder so. Aber es ist natürlich nicht der Idealzustand. Der Idealzustand wäre, wir könnten vom Camp direkt in die Grube laufen. Das ist uns leider nicht vergönnt, aber wir werden was Gutes draus machen. Zur ersten Frage, ja, es wird auch Freitag noch Aktionstrainings geben, es wird Freitagvormittags noch welche geben und es wird dann Freitagnachmittags welche geben, nochmal explizite Aktionstrainings, die ganz speziell zugeschnitten sind auf die Teilnehmer in der Fridays for Future Demonstration am Freitag. Wir wissen nämlich, dass aus Aachen von der Demonstration einige Leute zu uns kommen werden und die Schülerinnen und Studierenden von Fridays for Future möchten wir natürlich nicht unvorbereitet in die Aktion gehen lassen. Deswegen kriegen die nochmal so besondere Trainings, aber auch ganz normale Aktionstrainings finden Freitag noch statt. Ihr benutzt einfach die Mitfahrbörse. Es gibt eine Mitfahrbörse auf www.ende-gelände.org oder benutzt den Flixbus oder andere Möglichkeiten. Ja, das ist immer sehr unterschiedlich und hängt vor allem so ein bisschen davon ab, was wir machen können oder wie die Polizei überhaupt sich gegenüber uns verhält. Wir hatten 2016 die wunderbare Situation beispielsweise in der Lausitz, dass wir über 48 Stunden lang blockiert haben, weil, naja, damals Vattenfall so ein bisschen Tag der offenen Tür gemacht habt, kommt irgendwie rein, bleibt so lange ihr wollt und geht wieder. Und letztes Jahr waren wir einfach sehr viele bei Ende Gelände im Rheinland an einem Ort, wo wir schwer zu räumen waren, deswegen wurden wir auch nicht geräumt. Es gab aber auch Aktionen, da waren wir innerhalb von 4 Stunden Gleisbesetzung wieder weg. Deswegen ist das eine Frage, die ich nicht so beantworten kann von die Blockade dauert 6 Stunden, sondern die Blockade dauert so lange, bis sie geräumt ist erstmal oder bis Leute beschließen, freiwillig zu gehen, weil es vielleicht ein Gewitter aufzieht oder so. Aber die gute Nachricht ist, Leute haben eigentlich immer die Möglichkeit, eine Blockade freiwillig zu verlassen, egal zu welchem Zeitpunkt. Also ich habe es noch nie erlebt, dass die Polizei in irgendeiner Situation Leute daran gehindert hätte, jetzt eine Blockade zu verlassen. Wenn es ein Polizeikessel ist, ist noch ein bisschen was anderes, aber üblicherweise kannst du immer gehen, ne? Weil die Polizei ist froh, wenn du aus der Grube oder von den Gleisen weg bist. Nur weil ich die Frage voll gut fand mit dem sozusagen, wie lange in der Aktion bleiben. Wir haben das vielleicht nicht so richtig gut genug erklärt. Ihr organisiert euch ja in Bezugsgruppen, mit denen geht ihr in die Aktion. Und sozusagen unterwegs ist es schon so, da laufen in eurem Finger vorne Leute, die schon so ein bisschen wissen, wo geht's lang und so. Und es ist auch erstmal gut, denen hinterher zu gehen, weil es ja auch sozusagen... Es geht darum, dass ihr sichere Wege geht, zum Beispiel am Tagebau entlang oder in den Tagebau rein. Wenn ihr aber dann an einem Aktionsort angekommen seid, dann geht es schon sehr viel darum, dass ihr auch selbstverantwortlich in euren Bezugsgruppen entscheidet, wie lange wollen wir zum Beispiel diese Blockade halten, was wollen wir da machen und so weiter. Geht zu einem Aktionstraining, da wird euch das ganze Prinzip nochmal erklärt von Delegierten, Plenar und wie dann Entscheidungen getroffen werden im Konsens. Aber das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass ihr euch in euren Bezugsgruppen organisiert und da so ein bisschen guckt, worauf haben wir Lust, wie weit wollen wir gehen, euch da vorher absprecht und dann eben sozusagen auch eigenverantwortliche Entscheidungen trefft. Weil so funktioniert das mit der besseren Welt und so, dass alle mitmachen und im Konsens entscheiden und so.